Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Differentialgleichungen. Es geht wieder um den integrierenden Faktor. Und wir waren letztes Mal stehen geblieben bei diesem Beispiel. Und jetzt geht es darum, oder wir hatten im letzten Video schon herausgefunden, dass diese Differentialgleichung eben nicht exakt ist, aber man kann sie zu einer exakten Differentialgleichung machen, indem man sie durchmultipliziert mit einem Faktor μ, also mal einem Faktor μ. Und zwar, also hatten wir gesehen, dass in dem Fall ein Faktor μ von x funktioniert. Und dieser Faktor μ von x war einfach die Identität, also x. Und jetzt wenden wir das mal an und sehen, was wir dann erhalten. Also dann sollten wir, nach dem, was wir letztes Mal gesagt haben, sollten wir dann eine exakte Differentialgleichung bekommen. Exakte DGL. Okay, und sehen wir uns das jetzt mal an. Also multiplizieren wir hier das mit x, dann bekomme ich, das ist dann 3x Quadrat y plus y Quadrat x plus der nächste Faktor wird auch mit x multipliziert, also plus x hoch 3 plus x Quadrat y mal y Strich. Und jetzt bilde ich zur Probe nochmal diese partiellen Ableitungen, also m abgeleitet nach y. M ist jetzt dieses hier und n ist jetzt dieses hier. Das ist dann 3x Quadrat plus 2xy und n abgeleitet nach x ist dann 3x Quadrat plus und dieses abgeleitet nach x ergibt 2xy. Also plus 2xy. Okay, und das ist jetzt dasselbe. Das heißt, jetzt habe ich tatsächlich eine exakte DGL. Jetzt habe ich hier noch eine Kleinigkeit vergessen. Hier muss natürlich stehen gleich 0, damit ich wieder eine Gleichung habe. Und jetzt habe ich eben eine exakte Differentialgleichung und die kann ich lösen. Und da diese exakte Differentialgleichung aus meiner ursprünglichen hervorgegangen ist, indem ich einfach nur mit einem Faktor multipliziert habe, nämlich mit diesem Faktor hier, ist eigentlich klar, dass die Lösung dieser Gleichung auch eine Lösung für die Ursprungsgleichung ist. Und jetzt wollen wir mal diese Gleichung dann auch lösen. Also bei der exakten Differentialgleichung war das Besondere, dass wir eine Potentialfunktion Psi haben. Und diese Differentialgleichung war praktisch die Kettenregel angewendet auf Psi, d nach dx, Psi gleich 0. Und das hier war dann Psi partiell abgeleitet nach x und das war Psi partiell abgeleitet nach y. Und das heißt, wenn die Ableitung von Psi nach dx 0 ist, also nicht die partielle Ableitung, sondern die Ableitung an sich, die ganze Ableitung, dann ist Psi eine Konstante, also ist Psi gleich eine Konstante. Und jetzt müssen wir Psi bestimmen und dann haben wir unsere Differentialgleichung gelöst. Und dazu, ja, müssen wir jetzt eher erstmal die partielle Ableitung von Psi nach x nehmen und integrieren. Also Psi partiell abgeleitet nach x war eben jetzt gleich 3x Quadrat y plus y Quadrat mal x. Und wenn ich das jetzt nach x integriere, dann bekomme ich Psi gleich x hoch 3y plus dieser Term integriert nach x ergibt dann plus ein halb x Quadrat y Quadrat. Und jetzt muss ich noch eine Konstante von y, weil ich ja nur nach x integriert habe, partiell, muss ich noch eine Konstante von y anfügen, also h von y. Okay, damit habe ich die Differentialgleichung gelöst, bis auf h von y. Das muss ich jetzt noch bestimmen.
Und dazu benutze ich das Psi abgeleitet nach Y einerseits hieraus bestimmbar ist, also Psi abgeleitet nach Y kann ich daraus bestimmen und andererseits kann ich Psi abgeleitet nach Y, weiß ich, das ist N und daraus kann ich dann die Funktion H von Y bestimmen. Also machen wir das hier mal. Psi abgeleitet nach Y ist also einerseits dieses abgeleitet nach Y ist also 3, x hoch 3 plus hier kommt die 2 runter, dann habe ich hier plus x Quadrat y plus das abgeleitet nach y ist dann natürlich h' von y. Und das ist gleich dem Term hier, also diesem Term. Also das ist dann gleich x hoch 3 plus x Quadrat y. Und daraus sehe ich, also die beiden Seiten sind hier eigentlich gleich, also ist h' von y einfach gleich 0. Und daraus folgt dann h von y ist eine Konstante. Und jetzt muss ich das Ganze nur noch einsetzen und dann erhalte ich, also die Differentialgleichung war so gelöst, dass Psi gleich eine Konstante ist und Psi ist aber hier dieses x hoch 3 y plus 1 halb x Quadrat y Quadrat plus und h ist ja jetzt auch eine Konstante, also plus eine Konstante ist eine Konstante, das heißt, das ist einfach insgesamt dann, also plus c1 gleich c2 oder man kann sagen, x hoch 3 y plus 1 halb x Quadrat y Quadrat ist gleich eine Konstante c. Und damit haben wir dann, sind wir am Ende dieses Videos und haben unsere Differentialgleichung gelöst. Das nämlich ist die Kurvenschar, die diese Differentialgleichung löst. Und ja, also ausgegangen waren wir eben hier oben von einer nicht exakten Differentialgleichung. Und dazu haben wir jetzt diese Lösung gefunden. Und wir sind eben vorgegangen, indem wir sie mit einem Faktor multipliziert haben und dann eine exakte Differentialgleichung erhalten haben, die wir dann entsprechend gelöst haben. Und damit sind wir jetzt am Ende dieses Videos und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!